Ein früherer Machthaber vor Gericht. Manuel Noriega aus Panama muss sich in Paris verantworten. Er soll in den 80er Jahren rund 3,15 Millionen Dollar aus Drogengeschäften auf Konten französischer Banken gewaschen haben. Seine Anwälte bestreiten, dass die Richter überhaupt zuständig sind. Das Problem, das sich in diesem Verfahren von Anfang an stellt, ist die Frage, ob Frankreich die Möglichkeit hat, einen einstigen ausländischen Staatschef zu verurteilen. Und nicht irgendeinen ausländischen Staatschef. Noriega war niemals offiziell Präsident, doch als Militärmachthaber ein wichtiger Mann, nicht zuletzt für die USA. Er herrschte über den Panama-Kanal, die strategisch bedeutsame Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik. Angeblich nutzte Noriega Panama als Drehscheibe des Drogenschmuggels und kassierte dafür ab. Seine Verteidiger machen dagegen geltend, ein Großteil des umstrittenen Geldes stamme vom US-Auslandsgeheimdienst CIA. Wir verlangen heute vom Staatsanwalt, dass er uns Belege dafür liefert, dass die in Frankreich befindlichen Gelder aus Drogengeschäften stammen. Das wird er nicht schaffen, denn dies ist nicht der Fall. 1989 rücken die USA in Panama ein und stürzen Noriega. Er wird in die USA gebracht, verurteilt und verbringt fast 20 Jahre in Haft. In Abwesenheit bekommt er eine 10-jährige Haftstrafe in Frankreich, die er nicht annimmt. Erst in diesem April wird Noriega nach Paris ausgeliefert. Nicht nur die französische Justiz will ihn nun erneut in Haft sehen, sondern auch seine Heimat Panama. Wir haben bereits eine Auslieferung von General Noriega oder eher von Herrn Noriega in Gang gesetzt, nach Panama, für Vergehen, deren wegen er vom Staat Panama verurteilt wurde. Es geht um 5 Verurteilungen, 4 wegen Tötungsdelikten und eine wegen Veruntreuung staatlicher Gelder. Der Prozess in Paris ist auf 3 Tage angesetzt. Ein Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet.